Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Keyword-Spion geschrieben, welchen er mit 3,9 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Keyword-Spion ist ein simples Tool zur vereinfachten Recherche von Keywords für alle möglichen Bereiche, in denen Keywords eine Rolle spielen. Dazu gehören Amazon, Google, Etsy, YouTube, Bing und eBay. All diese werden mit dem Keyword-Spion abgedeckt. Wie genau das Tool funktioniert, ob es das Geld wert ist und wer den Spion erstellt hat, wird Thema sein. Keyword-Recherche ist eine lästige und zeitaufwendige Arbeit und Jörg Weber macht diese nicht gern, deshalb hat er den Keyword-Spion erstellen lassen. Ab sofort entfällt ein kompletter Arbeitsschritt in seiner täglichen Arbeit und er spart eine Menge Zeit. Er selbst ist überwiegend bei Amazon aktiv, wo er seine E-Books verkauft. Bevor er sich daran macht, ein neues E-Book zu schreiben, überprüft er die Nachfrage bei Amazon. Das heißt, er schaut, wonach die Leute gerade gezielt suchen und richtet sein Produkt darauf aus. Er schaut also, wo Nachfrage besteht und sättigt diese dann mit einem neuen E-Book. Auf diese Weise weiß er immer, dass das Produkt gute Chancen hat, gekauft zu werden. Wer neugierig ist auf einige seiner Titel, hier ein paar als Beispiel. Fett verbrennen, am Bauch oder die Wahrheit über Bauchmuskeln. Wie sie ihr Fett am Bauch abbauen und in 30 Minuten ihre Bauchmuskeln aufbauen. Freiberuflich, E-Book-Autor. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder Hit, Krafttraining und Trainingsplan zum Muskelaufbau und Bodybuilding. Das sind einige seiner veröffentlichten E-Books. Keywords, das sind die Schlüsselwörter der Suche. Keywords sind besonders relevante Wörter für die Suchmaschinen, egal ob bei Google, Bing, Yahoo oder eben auch bei Amazon, YouTube und eBay. Auf allen Plattformen gibt es Wörter, die besonders häufig, im Zusammenhang mit anderen Wörtern oder allein, gesucht werden, von einer großen Masse. Diese Keywords ändern sich täglich, wie auch die Menschen, die sie suchen. Sie sind dynamisch, passen sich den Tagesereignissen an, aber es gibt auch gewisse Keywords, die immer ihre Relevanz haben. Warum sind sie so wichtig? Nun, wenn man etwas im Internet verkauft oder wenn man im Internet eine Persönlichkeit darstellen will, so möchte man natürlich gefunden werden. Dafür bindet man einfach geschickt passende, themenrelevante Keywords ein, im Blogartikel, in der Produktbeschreibung, im Produktnamen selbst, im Titel oder sonst wo. Die Chance, dass das Produkt oder was auch immer bei Google oder anderen Suchmaschinen nun im Ranking weit oben angezeigt wird, steigt. Vorab muss man aber noch die richtigen Keywords finden. Das kann sehr aufwendig und langwierig sein, zumindest wenn man es richtig machen will. Es gibt mittlerweile mehrere Tools auf dem Markt, die das verkürzen und dazu gehört unter anderem auch der Keyword-Spion von Jörg Weber. Im Mitgliederbereich findet man für jede Plattform, YouTube, Etsy, Google, Bing, Amazon und eBay, einen separaten Bereich, wo man sich auf die Suche nach Keywords begeben kann. Das Programm ist sehr simpel aufgebaut und ist weitestgehend selbsterklärend. Zur Not gibt es noch drei Videos, die den Umgang genau erklären und zeigen. Bei Amazon zum Beispiel findet man eine einfache Suchleiste und ein Feld, wo man die Kategorie auswählen kann, in der nach Keywords gesucht werden. In der Suchleiste gibt man nun das Hauptwort oder das große Thema an, zu welchem man noch weitere Schlüsselwörter benötigt. Das könnte zum Beispiel Gesicht sein. Nun kann man weiter eingrenzen und sagen, ich möchte nur Sachen aus dem Bereich Beauty angezeigt bekommen. Wenn man dann Gesicht bei Amazon eintippen würde, bekommt man die Keywords Gesichtsmaske, Gesichtsreinigungsbürste, Gesichtscreme und so weiter. Gibt man nun Gesicht A an, kommen weitere relevante Wörter wie Gesicht Anti-Aging oder Gesichtsaufhellen. Der Keyword-Spion geht so das ganze Alphabet durch. Die Analyse dazu dauert einen kurzen Augenblick. Im Anschluss erhält man sortiert von A bis Z alle Keywords, die häufig bei Amazon gesucht werden. Genauso funktioniert es dann für alle weiteren Plattformen, nur dass die Suche eben immer auf diese angepasst ist. In wenigen Minuten hat man so alle Schlüsselwörter zusammen, die eine Rolle für das eigene Produkt spielen. Zu kaufen gibt es zwei Versionen. Zum einen kann man sich den Spion allein für Amazon kaufen und da liegt man mit Mehrwertsteuer zurzeit bei 197 Euro. Wenn man alle weiteren Plattformen inbegriffen haben möchte, insgesamt 6, dann zahlt man 397 Euro. Bei beiden handelt es sich um eine Einmalzahlung, keine laufenden Kosten. Erwerben kann man dieses Tool im Digitor Store 24. Das Tool funktioniert soweit einwandfrei. Das System spuckt nach wenigen Sekunden die Keywords aus und die Liste sieht dabei auch sehr vollständig aus. Natürlich habe ich das nicht komplett überprüft, denn sonst hätte ich ja nichts mehr von der Zeitersparnis. Das Einzige, was mich einfach stört, ist der Preis, denn den finde ich, hätte man wesentlich niedriger ansetzen können. Warum? Das Tool ist sehr simpel und erfüllt nur eine Aufgabe. Bei der großen Version zwar für immerhin 6 der größten Plattformen, aber dennoch nur eine Aufgabe.
Es ist kein programmiertechnisches Leistungswerk oder Glanzstück. Hinzu kommt, dass es auch schon diverse Tools gibt, die man umsonst nutzen kann. Man hat da zwar nicht den Komfort, dass man alle Plattformen abgedeckt hat und die meisten nur für Google funktionieren, aber dennoch sind sie erhältlich. In vielen anderen Tools ist es ein Keyword-Tool auch häufig als extra dabei. Der Preis scheint mir also etwas zu hoch. Für wen lohnt sich das Ganze dann? Nun, wenn wir jetzt mal von der großen Version ausgehen, dann lohnt es sich nur für solche, die wirklich regelmäßig nach Keywords suchen und das auch wirklich für mehrere Plattformen. Wer nur ein Tool für Google oder YouTube braucht, der sollte sich nach etwas anderem umschauen. Nur für Amazon wäre vielleicht die abgespeckte Variante interessant, aber auch diese kostet fast 200 Euro. Es lohnt sich aus meiner Sicht nur dann, wenn man das Tool dementsprechend nutzt in seinem Umfang und nicht dann, wenn man es vielleicht mal gelegentlich einsetzen will, weil man einen Hobbyblog betreibt. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.